begrüße Sie herzlich im St. Anna Forum. Zu unserem Abend hat Jesus die Kreuzigung überlebt. Das ist ein Thema, das mich persönlich schon sehr lange beschäftigt und ich sehe, ich bin nicht die Einzige. Das freut mich. Begrüße Sie herzlich hier. Da ich heute Abend ausnahmsweise einmal inhaltlich mitdiskutieren möchte, eben weil es mich sehr beschäftigt, dieses Thema, wird den ersten Teil heute Abend Friederike Rass moderieren. Sie ist die neue Geschäftsführerin der Evangelischen Gesellschaft. Die Evangelische Gesellschaft ist verantwortlich und trägt das St. Anna Forum. Was ich aber ganz am Anfang kurz sagen möchte, bitte geben Sie uns eine Kollekte am Schluss. Wir freuen uns, wenn es 20 Franken sind, weil wir möchten dieses Forum gerne weiterführen und sind auf Unterstützung angewiesen. Und jetzt gebe ich gerne weiter an Friederike Rass. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Dankeschön. Ja, auch ein ganz herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe, alle haben noch ein Plätzchen gefunden und können sitzen und atmen. Und ich komme aber gleich zum Inhalt, weil Sie sind nicht wegen mir heute Abend hier. Der Abend teilt sich in zwei Teile. Wir fangen an mit einem ersten Teil, in der es vor allem um die inhaltliche Klärung der Fragestellung geht. Warum sind wir hier? Was sind die Thesen, die uns heute Abend begegnen sollen? Dann wird es ganz knapp die Möglichkeit geben für Rückfragen. Und damit Sie nicht ganz alleine sind, haben wir das Ganze dialektisch aufgebaut, indem Ralf Kunz eine kurze Gegenthese zum Vortrag von Johannes Fried vortragen wird, um das Ganze ein bisschen zu beleuchten. Im zweiten Teil kommt es dann zum wirklich inhaltlichen, spannenden Teil der Frage, warum wir uns diese Frage eigentlich stellen und welche Konsequenzen dies für Glauben und Theologie haben kann oder haben könnte. Da wird es dann auch die Möglichkeit geben, wirklich ausführlich Rückfragen zu stellen. Im Programm steht, glaube ich, bis 9 Uhr. Wir halten das nicht so streng, sondern, glaube ich, konzentrieren uns sehr auf den Inhalt und die Möglichkeit, das Ganze mal auszudiskutieren. Ich darf Ihnen Johannes Fried kurz vorstellen. Ich habe ihn ein wenig aus den Augen verloren, im Stühle holen. Ist er hier? Er ist irgendwo hier, da ist er. Sehr gut. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Sie kennen ihn wahrscheinlich schon sehr gut. Geboren wurde er im schönen Hamburg, hat sich dann lange für Studium und wissenschaftliches Arbeiten in Heidelberg aufgehalten und nach kurzen Intermezzi in Darmstadt und in Köln wurde er dann Professor für mittelalterliche Geschichte an der Goethe-Universität im schönen Frankfurt. Er ist die Koryphäe auf dem Gebiet mittelalterliche Geschichte. Ich habe versucht, seine Forschungsschwerpunkte zu identifizieren und es ist nicht so einfach, da es sich irgendwann selbst aufhebt. Es ist nicht nur die Geistesgeschichte des frühen und hohen Mittelalters, sondern auch die Geschichte der Universitäten und Schulen im Mittelalter, die Geschichte des Papsttums im Mittelalter, die mittelalterliche Geschichte des römischen und kanonischen Rechts, Kultur- und Sozialgeschichte des Mittelalters und, um noch eine Ebene höher zu gehen, auch die Methodologie und Theorie der Geschichtswissenschaft. Er ist aber auch nicht nur inhaltlich versiert, was mich besonders beeindruckt hat. 2006 hat er den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa erhalten. Das heißt, er weiß nicht nur, wovon er spricht, wenn er spricht, sondern auch, wie man verständlich davon spricht, wovon er spricht. Und das ist eine sehr beeindruckende Tat für eine Koryphäe seines Fachs. Er hat mehrfach Altbekanntes und Etabliertes auf den Kopf gestellt und sein neuester Coup spielt nun nicht im Mittelalter, sondern in der Antike. Und wie er dort gelandet ist und was er dort entdeckt hat, freuen wir uns heute Abend zu erfahren. Herr Fried. Ich danke Ihnen allen für die freundliche Begrüßung hier und freue mich, dass Sie gekommen sind und fürchte ein bisschen, dass Sie mich hinterher, naja, nicht kreuzigen werden, aber sowas Ähnliches.
hat Jesus die Kreuzigung überlebt? Das ist eine Frage, die ich in einem Buch aufgeworfen habe, und die Antwort ist ganz, ganz kurz, zwei Buchstaben. Ja, er hat sie überlebt. Wie komme ich dazu? Davon handelt jetzt mein Vortrag. Ich bin also zu lebhaftem Dank für die Einladung verpflichtet und einen solchen Dank umso mehr, als ich Ihnen, meine Damen und Herren, im Folgenden Überlegungen zumute, die ein völliges Umdenken der frühen Kirchengeschichte erfordern, die ihre Glaubensempfindungen verletzen können und die schon jetzt auf entschiedene Ablehnung bei kirchlichen Rezensenten meines Buches »Kein Tod auf Golgatha« gestoßen sind. Betroffen sind von meinen Ausführungen tatsächlich grundlegende Dogmen des christlichen Glaubens. Das bitte ich, für die Dauer meines Vortrags mir nachzusehen. Ich möchte mit dem, was ich zu sagen habe, niemanden in seinem Glauben verletzen. Das gilt gleichermaßen gegenüber Christen wie auch gegenüber Muslimen, welch letzteren ich in meinem Buch ohne Zweifel ebenfalls einiges Glaubenswidrige zumute. Die Einladung aber, hier sprechen zu dürfen, gibt mir Gelegenheit, einige Ergänzungen und Präzisierungen zu meinem Buch anzufügen. Jesu Tod und seine Auferstehung sind das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Anonyme Umfragen unter protestantischen Pfarrern verdeutlichen allerdings, dass um die 70-80% von ihnen mit der körperlichen Auferstehung entschieden bezweifeln. Auferstehung sei geistig zu verstehen, was wohl heißen mag, eine Verwandlung in eine andere, eine ewige Daseinsform. Den Tod also nehmen sie hin. Die Formel vom leeren Grab sei bloß eine Metapher für eben diese Auferstehung. Was nun? Wie steht es fortan um die alten, seit frühchristlicher Zeit bewahrten Bekenntnisse? Paulus berief sich auf seine Vision des vorgeburtlich existenten Gottessohnes. Sie bedeutete Rückkehr zum Ursprung und war seine Lehre. Er unterstellte sie seinen übrigen Zeugen. Solche Verwandlung bedurfte keines fortgerollten Verschlusssteines, keines leeren Grabes, keine der Darstellungen der Evangelisten, letztlich keines Ostern. Galt sie gleichermaßen für Jesus und seine Jünger? Was hatten sie erlebt? Kein leeres Grab? Keine Wundenschau? Geblieben ist bloß der Tod, kein Vermodern im Grab. Was aber gilt dem Erlösungsbedürftigen der Tod am Kreuz, wenn keine Auferstehung folgt? Der Historiker zweifelt auch jetzt. Wirklich tot? Sollte auch hier Skepsis walten? Denn die Evangelien und frühchristlichen Autoren wie Ignatius von Antiochia bezeugen mit Essen und Trinken eine leibliche Begegnung mit Jesus nach dem Verlassen seines Grabes. Also eben gerade keinen Tod. Keiner dieser Autoren berief sich auf Paulus. Heutige Theologen kontern die urchristlichen Glaubenssätze. Die Annahme der leiblichen Auferstehung sei bloß ein Theologumenon, ein theologisches Argument und kirchliche Trivialtheologie und sei klar zu trennen von dem historischen Faktum des Kreuzes Todes. So wurde mir von berufener Seite bedeutet. Doch seien wir genau. Nicht der Tod ist das historisch bezeugte Faktum, sondern nur die Kreuzigung. Führte sie aber stets und unabweisbar zum Tod? Althistoriker kennen Gegenbeispiele. Josephus etwa, der frühe Zeitgenosse der Evangelisten, erinnerte eine andere Geschichte. Er erreichte, als er drei seiner Freunde nach der Eroberung Jerusalems durch die Römer am Kreuz hängen sah, mit Intervention bei dem siegreichen Feldherrn Titus die Abnahme vom Kreuz und die Berechtigung zu deren Pflege. Zwei starben dennoch, aber der dritte überlebte.
So beschreibt es Josephus. So gesehen aber gerät auch Jesu Tod am Kreuz zum Theologumenon, zum theologischen Argument und verschwindet als historisches Faktum. Hat aber Jesus lebend sein Grab verlassen, so kann er am Kreuz nicht gestorben sein. Jetzt dreht sich die Beweispflicht um. Bewiesen werden muss der Tod am Kreuz. Gibt es zwingende Erkenntnisse, die ein Überleben des Kreuzes und im Blick auf die leiblichen Begegnungen ein reales Verlassen des Grabes zu konstatieren gebieten, die gerade keine Psychologie heranziehen müssen, um zu erklären, was mit Jesus geschah? Waren die Verletzungen des Gekreuzigten tatsächlich so gravierend, dass sie den Tod herbeiführen mussten? Nicht wenige Interpreten unterstellen es. Geprüft haben sie es nicht. Jesus aber hing nur wenige Stunden am Kreuz. Den beiden Zeloten, die mit ihm gekreuzigt wurden, mussten die Beine gebrochen werden, um sie, wie kultisch verlangt, vor Beginn des Sabbats vom Kreuz abnehmen zu können. Jesus aber sei schon tot gewesen. So überliefert der Jünger, den Jesus liebte, am Ende des Johannesevangeliums, der, wie ich meine, einzige erhaltene Augenzeugenbericht. Um Gewissheit zu erlangen, stach ein Soldat Jesus in die Seite, in die Pleura, nicht ins Herz. Sofort traten Blut und Wasser aus. Hätte der Stratiot jetzt den Tod des Opfers gewünscht, dann wären auch Jesus die Beine gebrochen worden. Der Stich diente erklärtermaßen der Vergewisserung, dass der Gekreuzigte tatsächlich tot sei. Er war es nach Auffassung des Soldaten und des Augenzeugen. Neutestamentler allerdings bezweifeln die Historizität des Stichs. Derselbe sei Erfindung des Evangelisten und folge einem Spruch des Propheten Sacharja. Ein solches Argument lässt sich freilich umkehren. Das reale Geschehen wird nachträglich, etwa durch die Bearbeiter des Evangeliums, mit dem Sacharja-Spruch heilsgeschichtlich gedeutet. Zudem, wenn tatsächlich Blut fließt, schlägt das Herz. Jeder Metzger weiß das. Römische Stratioten beachteten es offenbar nicht. Und wenn infolge des Stichs Wasser aus dem Brustraum austritt, kann es sich nur um Wundwasser aufgrund einiger Stunden zurückliegender Verletzungen des Rippenfells durch das Auspeitschen handeln. Solange aber sein Herz schlägt, lebt der Mensch. Diese Folgerung ist unabweislich und keine Spekulation. In der Tat, Jesus ist im Grab aufgewacht, aufgestanden, so die Evangelien, und von dort fortgegangen. Wer aber sein Grab verlassen kann, ist nicht tot. Das ist eine zwingende Schlussfolgerung. Auferstehen hingegen ist eine theologische Verbrämung eines Vorgangs, tatsächlich ein Theologumenon, das frühe Christen entsprechend glaubten, das Paulus und die Evangelisten tatsächlich verkündeten. Es dürfte aber ursprünglich eine Schutzbehauptung zum Schutz des Überlebenden und seiner Helfer gewesen sein, vielleicht auch ein glaubensbereites Missverständnis. Auf jeden Fall eine Behauptung, die aufklärerische, auf reales Geschehen konzentrierte Historiker seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr folgen mochten. Noch am Abend des Ostersonntags trat, so noch einmal, das Evangelium des Johannes, Jesus zu den Jüngern und zeigte seine Wunden, nämlich an den Händen, das heißt genauer gesagt an den Unterarmen, hier, nicht hier, das hätte niemand ausgehalten, hier, das können Sie mit Elle und Speiche, kann man mehr Gewicht tragen, an den Unterarmen also, und an der Pleura, hier an der Seite. Er hatte den Schock der Kreuzigung überstanden. Die Episode mit dem ungläubigen Thomas, eine Woche später, überliefert wiederum einzig das Johannesevangelium. Beide Hinweise sind deshalb bedeutsam, weil sie allein um Jesu Wunden wissen, im Falle des Thomas explizit um die Male der Nägel an den Händen, also an den Unterarmen. Die ungebrochenen Beine und die undurchbohrten Füße aber sollten später tatsächlich, wenn auch unbeabsichtigt, das Verlassen des Grabes ermöglichen.
Lässt sich Jesu Leiden am Kreuz, wie der Lieblingsjünger es erlebte, historisch angemessen, das heißt nach medizinischen Erkenntnissen und wiederum ohne Spekulation deuten? Die überaus kurze, ganz ungewöhnliche Kreuzigungszeit von weniger als 6 Stunden verlangt auf jeden Fall eine Erklärung. Normalerweise hängen die Gekreuzigten 2 bis 3 Tage, bevor sie endlich tot sind. Auch Pilatus soll sich über sie, so Matthäus, erstaunt haben. Der Lanzenstich erfolgte bloß in die Seite, in die Pleura, sagt der Evangelist, und ließ dennoch umgehend Blut und Wasser austreten. Er zielte mithin weder auf das Herz noch auf die Lunge, sondern zielte zwischen die Rippen der rechten Körperseite und traf in dem einzigen hier aufnahmefähigen Raum, dem sogenannten Pleuraspalt, eine Art mit Blut und Wasser gefüllte Blase. Ein bloßer Stich in den Brustraum lässt nicht, weder heute noch damals, Blut und Wasser austreten. Es hätte sich noch kein Wundwasser gebildet. Das Exudat enthüllt auch kein biblisch vorgegebenes, theologisches oder historisches Argument, vielmehr eine präzise Wahrnehmung durch den Zeugen, eine reale körperliche Gegebenheit, vielmehr eine präzise Wahrnehmung, das ist wichtig. Eine Gegebenheit, die wie für jedermann auch für Jesus, den Nazaräer, zu gelten hat. Ein solcher Pleuraerguss aber verhindert die Entfaltung der Lunge beim Atmen, führt unweigerlich, wird nicht rechtzeitig durch Ablassen des Serums Abhilfe geschaffen, zu schlimmster Atemnot bei fortgesetzter innerer Blutung und Wundwasserbildung, zu einer narkoseähnlichen Ohnmacht und zuletzt zum Tod durch Ersticken. Das ist ein Sachverhalt, auf den heutige Unfallmediziner immer wieder treffen. Jesus aber war nicht tot. Er lag nicht im Koma. Sein Blut floss aus der Speerwunde, sein Herz schlug. Eine flache Atmung, etwa mit nur einem Lungenflügel, musste noch wirksam gewesen sein. Er konnte nach dem Auspeitschen sein Kreuz sogar noch, wie weit auch immer, tragen. Der Pleuraerguss hatte aber mit der Zeit einen narkoseähnlichen Zustand bewirkt. Der Gekreuzigte spürte ebenso wenig wie ein narkotisierter Patient im OP-Raum einen Stich. Man hielt ihn für tot, aber er war es nicht. Heutige Theologen und Rezensenten indessen bleiben bei ihren dogmatischen Vorgaben Tod und Vision, Vision der Auferstehung, und beeilen sich mit ihrem Urteil. Nonsens und Blödsinn sei die Berufung auf den medizinischen Befund und dessen Folgen. So spekulieren sie aufgrund ihrer dogmatischen Vorgaben. Man kann diesen Kritikern nur wünschen, dass ihnen in entsprechender Notlage rechtzeitig die rettende Kanüle angelegt, der moderne Speerstich zugefügt wird. Wie zuverlässig aber ist die Aussage des Lieblingsjüngers, die uns zweifelhaft, ja geradezu zwingend, auf einen Pleuraerguss verweist? Darf der Historiker sich darauf stützen? Mit dieser Frage verlassen wir die Theologie und begeben wir uns auf das methodische Terrain der historischen Quellenkritik. Zumal der einzigartige Passionsbericht dieses Evangeliums hebt sich nicht zuletzt dadurch von einem voranstehenden Text ab, dass er sich in erster Linie auf den Jünger, den Jesus liebte, bezog und mit ihm auf einen Augenzeugen. Das wird zwar gerne bezweifelt, doch gibt es für derartige Zweifel keinen überzeugenden Grund. Keine Erinnerungskritik kann ihn, wie angedeutet, in Frage stellen. Dem Lieblingsjünger galten die Worte: Siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich. Die Worte entsprachen den gesellschaftlichen Normen damaliger Zeit und der sozialen Pflicht des Sohnes für seine Mutter, der er für den Fall seines Todes einen neuen Beschützer bestellte. Vergleichbares findet sich bei den Synoptikern nicht. Auch jetzt gibt es keinen ersichtlichen Grund, diese realistische Szene zur Fiktion zu erklären. Sie verweist vielmehr deutlich auf die Augenzeugenschaft dieses Jüngers, der in der kirchlichen Tradition übrigens stets unter dem Kreuz steht. Noch ein weiterer, durch die gesamte Kirchengeschichte bis heute bewahrter Umstand sichert die Glaubwürdigkeit dieses Passionsberichts. Er allein nämlich überliefert den Karfreitag korrekt, nämlich an dem Tag am Vorabend
des Pessachfestes, dem 14. Nissan, während die Synoptiker die Kreuzigung ganz unglaubwürdig an dessen ersten Tag stattfinden ließen. Der Lieblingsjünger kannte zudem die Lage Jerusalems detailgenauer als die Synoptiker und er allein beachtete die Reinheitsvorschriften des Hohenpriesters vor dem Pessachfest, die ihm verboten, in die Gerichtshalle des Pilatus einzutreten. Der Statthalter sah sich deshalb zu einem eigenartigen Hin und Her, ein Heraus und Herein und wieder hinein, wieder heraus, für den Urteilsspruch und seine Verkündung genötigt, ebenso wie es und er allein der Lieblingsjünger festhielt. Kurzum, es gibt keinen plausiblen Grund, diesem Bericht zu misstrauen. Die Kreuzabnahme erfolgte mit besonderer Genehmigung des Pilatus. Josef von Arimathia und Nikodemus führten sie aus. Josef stellte ein nahe in einem Garten gelegenes Felsengrab zur Verfügung. Nikodemus brachte reichlich Heilmittel, Myrrhe und Aloe. Beide Helfer müssen im Verlauf ihres Tuns, der Grablegung, bemerkt haben, dass Jesus noch lebte, dass er sich bewegen und wieder aufstehen konnte. Sie erschraken gewiss, spürten das Wunder. Doch Hilfe tat Not. Mit Kriegsverletzungen im Brustbereich waren die Zeitgenossen der Legionäre und Gladiatoren durchaus vertraut. Einen Druckverband anzulegen war nicht unbekannt. Auch die Benutzung einer Kanüle etwa zum Eiterabsaugen im Lungenbereich war es. Derartige medizinische Kenntnisse im Zeitalter hippokratischer Medizin oder eines Galen werden in der Regel von Neutestamentlern nicht beachtet. Doch durfte man einen von der Militärgewalt zum Tod verurteilten Mann schützen? Die beiden Retter mussten sich rechtfertigen und zu den rechten Worten für ihre wunderhafte Botschaft greifen. Beide waren gebildete Juden. Torah und Propheten dürften ihnen vertraut gewesen sein. Die Erklärung, die sie fanden, griff auf die biblische Prophetensprache zurück, auf die Weissagung nämlich des Jesaja über die Erhebung der Toten aus ihren Gräbern am jüngsten Tag. Aufwachen und aufstehen werden sie da. Paulus bezeugt, ohne auf Jesaja zu verweisen, wohl aber den Glauben anmahnend, beide Vokabeln für das urchristliche Glaubensbekenntnis. Sie sind damit zugleich in den Evangelien als gesichert zu betrachten. Stellen mithin kein nachträgliches Glaubenskonstrukt der Evangelisten dar. Sie erweisen sich vielmehr als das ursprüngliche und dauerhafte Zentrum der Auferstehungsbotschaft. Es bedurfte freilich, um diese Botschaft mit Jesus in Verbindung zu bringen, der Kenntnis des griechischen Alten Testaments, der Septuaginta, wie sie schwerlich bei den schlichten Jesusjüngern anzunehmen ist, wohl aber bei den Helfern für die Kreuzabnahme und Grablegung. Diese Sprache aber war der römischen Besatzungsmacht, das Geschehen zu verdeutlichen. In ihren Kreisen war Griechisch die Amtssprache. So wurde das Aufstehen bald zum Auferstehen, zu einem Schutzkonstrukt für Jesus und die genannten Helfer, gebildete Sadduzäer, und zugleich zu noch mehr, zu einer apokalyptischen Gegenwartsdeutung. Jesus hatte den Tod leibhaftig überlebt, wie die Evangelien einhellig mit dem gesicherten, die Jahrzehnte überdauernden Wortgebrauch bezeugen und erst die moderne skeptische Theologie bezweifelt. Frühe und spätere Deuter aber erklären das Aufstehen eben zum Auferstehen, spiritualisieren somit das körperliche Geschehen, bestreiten heutigen Tags dessen Realität oder müssen sich in religiöse Dogmen flüchten, um die Evangelienberichte zu retten. Es erscheint manch einem Theologen von heute ganz undenkbar und unmöglich, dass der so schwer geschundene Mann das Kreuz überleben und das Grab lebend hatte verlassen können. Doch die bezeugten Verletzungen waren zwar schwer, aber als solche gerade nicht lebensbedrohlich. Ein Pleuraerguss kann rechtzeitig behandelt überlebt werden. Mit gebrochenen Rippen kann man sich unter Schmerzen bewegen. Die Durchnagelung der Unterarme schonte gerade die Adern. Die Seitenwunde sollte ohnehin nicht tödlich sein. Schmerzen verhindern zumal bei Lebensgefahr und nach einem Tag der Ruhe im Grab und Helfern,
die den nackt Begrabenen mit Kleidern versahen, keine Flucht. Jetzt verrät sich die eingangs zitierte exegetische Differenzierung zwischen einem Theologumenon Auferstehung und dem historischen Faktum Kreuzestod nicht nur sachlich als irrig, sondern für eine Kritik an meiner zentralen These, nämlich statt Kreuzestod und Auferstehung, ein Überleben des Kreuzes und ein lebendiges Verlassen des Grabes, als völlig irrelevant. Sie zielt an dieser These restlos vorbei. Noch einmal und als Historiker, nicht als Theologe gesprochen. Die Beweisrichtung muss umgekehrt werden. Es gilt nicht, das Überleben der Kreuzigung nachzuweisen, sondern den Tod am Kreuz soll die traditionelle Dogmatik gerettet werden. Der Tote aber, der wieder zum Leben erwachte, verhieß in zeitgemäßer Deutung unter der biblischen Vorgabe des Jesaja den Anbruch der Endzeit, das Ende aller Tage und das Erscheinen des endzeitlichen Messias. Jesu Aufstehen war ein Zeichen seiner Offenbarung, eben als Messias. Die frühen Christen verstanden es entsprechend. Schon Paulus rechnete mit der baldigen Wiederkehr des Herrn zur Erhöhung Israels, noch zu seinen eigenen Lebzeiten. Der Apostel überliefert zuerst den aramäischen Gebetsruf Maranatha, unser Herr, komme, der dann in die Liturgie einging. Es war die Erfüllung uralter Prophezeiung. Dahinter steckte kein Betrug, sondern wie gesagt das Prophetenwort, lebendiger altjüdischer Glaube. Als alles sich anders entwickelte, musste man sich mit der Parousie-Verzögerung, also der Verzögerung der Wiederkehr Christi, abfinden und den Deutern das Wort überlassen. Das Glaubensbekenntnis hält diese Erwartung bis heute fest. Das Geheimnis des Glaubens war also kein großer Betrug. Nein, in ihm gipfelt den biblischen Endzeiterwartungen gemäß die Vision und Erfahrung, die dem Apostel Paulus zuteil geworden war, die Offenbarung des Christus Jesus in ihm selbst, sagt er, des Auferstandenen, des vorgeburtlich Existenten, des gleichwohl davidischer Abstammung und von einer Frau geborenen Gottessohnes. In dem Widerfahrnis des Apostels flossen jüdische und hellenistische Überlieferungen zusammen. Der Gott der Bibel, des Alten Testaments, hatte keinen leiblichen Sohn. Ein solcher entstammte heidnischen Vorstellungen und hellenistischen Lehren. Auch der eingeborene Sohn des christlichen Glaubensbekenntnisses entspricht keinen jüdischen Lehren. Annähernd 20 Jahre schwieg der Mann aus Tarsus über seine Schau, bevor er zur Feder griff, um als Knecht Jesu Christi und Apostel die Heilsbotschaft von der Niederkunft und Auferstehung des Gottessohnes, zumal den Heiden, zu verkünden. Noch zuvor hatte er vermutlich in Damaskus Kenntnis der jerusalemitanischen Überlieferung erlangt, von der Mahlfeier und Ostern, später, vielleicht erst in Jerusalem, von den Auftritten des Auferstandenen vor Petrus, vor den 12, vor 500 Brüdern, für Jakobus dem Älteren und endlich hatte auch er selbst, Paulus, seine Vision, der er die zuvor genannten Gesichter gleichsetzte. Dazu kannte er weitere Endzeitzeichen. Paulus freilich sah in diesen Auftritten durchweg Erscheinungen, Visionen und keine körperlichen Begegnungen. Er verallgemeinerte damit seine eigene Vision. Hier und seitdem treten zwei Deutungen des Ostermorgens auseinander. Zwei künftige Wege in der Nachfolge Jesu. Die Offenbarung des Gottessohnes, wie ihn Paulus predigte, und das Überleben des Nazaräers Jesus, den seine Ersthelfer und seine jerusalemitanische Gemeinde für den Messias hielten. Die näheren Umstände von Jesu Gefangennahme, von dem Prozess vor Pilatus, von Jesu Sterben am Kreuz, von der Kreuzabnahme, der Grablegung, der Auffindung des leeren Grabes und von dessen Verlassen durch den Überlebenden waren dem Apostel aus Tarsus tatsächlich unbekannt oder als nachträgliche Kolportagen zugeflossen. Sie interessierten ihn nicht. Von Maria Magdalena schwieg er ebenso beharrlich wie von Thomas oder den übrigen Jüngern neben Petrus. Des Apostels Schweigen über das leere Grab gilt aber heute als Beweis dafür,
dass es nachträglich als Metapher für die körperliche Auferstehung erfunden wurde, weil ich betrachtet nichts weiter als ein fadenscheiniges Argumentum e silentium, ein Argument aus dem Nicht-Genannt-Sein. Das leere Grab der Evangelien gilt kritischen Theologen vollends als fiktionaler Pseudobeweis für die leibliche Auferstehung, an die kein Exeget mehr glauben mag. Ich sehe für so windige Konstrukte keinen Grund, denn Jesus war, wie gesagt, nicht am Kreuz gestorben, war aufgestanden und fortgegangen. Sein Grab hatte er tatsächlich leer zurückgelassen. Paulus aber war mit der Ausdeutung seiner Vision der wahre Erfinder, ein erfolgreicher Religionsschöpfer. Die Evangelien vereinten seine hellenistisch überformte Christologie mit der Jesus-Tradition in Palästina und nicht zuletzt in Syrien. Doch es gibt neben Paulus und der durch ihn repräsentierten hellenistischen Christenheit die alten Schüler und Gefährten Jesu, Juden wie Jesus selbst oder sein Bruder Jakobus, der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Sie erfuhren durch Josef von Arimathia und Nikodemus frühzeitig, dass der Gekreuzigte wunderbarerweise das Kreuz überlebt hatte. Zu ihnen kehrte Jesus wenigstens zeitweise zurück und lehrte ihnen, nachdem er das Grab hatte verlassen können. Sie wussten darum und bekämpften die hellenisierende und entjudaisierende Verkündung des Paulus. Sie blieben beschnittene Juden und verlangten Gleiches von allen getauften Jesusjüngern. Bald nannte man sie Ebioniten, die Armen, und vor allem Nazoräer, wohl die Bewahrer, vielleicht nach Jesu unerklärlichem Beinamen oder im Blick auf Jesu eigene, von ihnen bewahrte Lehre. Auch unter ihnen kursiert ein heute nur in spärlichsten Fragmenten erhaltenes, vielleicht aramäisch geschriebenes Evangelium. Doch lehrte dasselbe keine Gottessohnschaft, vermutlich keinen Tod am Kreuz, vielleicht aber die Kreuzigung und keine Himmelfahrt. Ihr Jesus war erschaffen wie ein Engel, war ein gottbegnadeter Messias, der Lehrer und Meister, der am Ende aller Tage wiederkehren werde, um Israel zu erhöhen. Sie wurden von den Mehrheitschristen, den Konzilschristen, wie ich sie einmal nennen möchte, aber auch von der Tempelpriesterschaft und deren Nachfolger, den Rabbinen, als Heretiker verfolgt. Bis ins 5., 6. Jahrhundert sind sie sicher bezeugt. Das Thomas-Evangelium handelte von keiner Auferstehung. Die Paulikianer, die sich auf Paulus von Samosata beriefen, bestritten Gottes Sohnschaft, Kreuzestod und Auferstehung. Paulus von Samosata, das ist spätes zweites, drittes Jahrhundert. Die letzten Spuren derartiger Häresie finden sich bei angemessener Übersetzung in der großen Inschrift des Felsendoms zu Jerusalem, den der Kalif Abdel Malik, wohl noch kein Muslim, hatte erbauen lassen im Jahr 691, 692, 93. Die Inschrift beginnt mit Basmala und Shahada. Gott sei ungezeugt und habe nicht gezeugt, heißt es weiter. Gott habe keinen Sohn, keinen Teilhammer seiner Göttlichkeit, doch gepriesen sei der Gesandte Gottes, sein Prophet, sein der Maria eingegebenes Wort, nämlich Jesus, der Sohn der Maria, Isa ibn Miriam. So in dieser Inschrift jetzt ganz knapp zusammengefasst und ein bisschen problematisch gekürzt. Der Rest der hier verfolgten Geschichte, die Frage also, wohin Jesus nach seiner geglückten Grabflucht hätte auswandern können, muss ich mit einem spekulativen Tasten begnügen und kann bestenfalls eine Reihe begründeter Vermutungen zur Sache beisteuern. Der überlebende Jesus war weiterhin durch römische Besatzungsmacht bedroht. Er müsste untertauchen, aus Judäa und Galiläa verschwinden. Die Etappen seiner Emigration in die jüdische Diaspora sind unbekannt. Wer sollte sie protokolliert haben? Es geht dem Überlebenden und seinen Jüngern damit nicht besser als dem Jesus der Evangelien mit den Seinen, von dem in historischer Perspektive allenfalls die Taufe durch Johannes den Täufer und sicher die Kreuzigung und deren Überleben bezeugt sind, während der Rest in theologischer Spekulation versinkt. Ich habe in meinem Buch ganz knapp umrissen diese Exilsetappen angedeutet. Zunächst einmal das Land links des Jordan, die sogenannte Dekapolis, vielleicht das Städtchen Pella.
Es gibt für diese Hinweise durchaus frühchristliche Vermutungen oder Hinweise, etwa der Geschichtsschreiber Eusebius, der im frühen 4. Jahrhundert geschrieben hat. Oder dort wurde dann Jesus, der Wundertäter, vertrieben, verdrängt, ausgeschlossen. Vielleicht ging er dann nach Alexandrien, nach Ägypten. Dort berichtet der Philosoph Philon von Alexandria über die Therapeuten, eine religiöse Gemeinschaft, die da so am Mariussee lebte. Männer und Frauen übrigens jeweils in einer eigenen Hütte. Alle 7 Tage, alle 49 Tage haben sich zu verschiedenen Festen, großen Festen versammelt. Auch hier haben wir einen Hinweis durch Eusebius, der in dieser Gemeinschaft die ersten christlichen Mönche vermutet. Freilich noch ohne ihren Namen, denn der war noch nicht gefunden. Vielleicht kehrt dieser Emigrant dann noch einmal nach Jerusalem zurück, denn da erscheint im Jahre 52, das ist bitte alles nur Spekulation meinerseits, da erscheint im Jahre 52, das ist gut bezeugt, durch den vorhin genannten Josephus bezeugt, der Ägypter. Da erscheint der Ägypter. Er erscheint mit 30.000 Mann und will vom Ölberg herab durch sein gewaltiges Wort, durch sein Wort, die Mauern, die Tore Jerusalems brechen und die Römer aus Jerusalem hinauswerfen. Der Präfekt Judäas damals fragt kurze Zeit später, als nämlich der Paulus zu seinem letzten Aufenthalt in Jerusalem ist: Kannst du Griechisch? Hochinteressanter Hinweis, Paulus konnte selbstverständlich Griechisch, hochinteressanter Hinweis, dass Jesus kein Griechisch konnte. Und dann die andere Frage, noch aufregender, bist du der Ägypter? Diese zweite Frage steht in der Apostelgeschichte an Paulus gerichtet. Apostelgeschichte und Josephus ergänzen hier einander in wunderbarer Weise. Dann kommt eine letzte Etappe, vielleicht, nämlich nach Edessa, wo vermutlich der Apostel Thomas weilte und sein Evangelium dort konzipiert haben könnte. Das Thomas-Evangelium, das ich übrigens etwas früher datiere, als es heute gewöhnlich geschieht. Es wird heute gewöhnlich so um 150 nachgesetzt. Ich sagte, drin ist aber eine Sentenz überliefert, die darauf verweist, dass es vor dem Jahr 62 geschrieben sein muss. Es geht nicht anders. Und damit bin ich fast am Ende. Eine letzte Spur von Nazoräern, Judenchristen, so sagt man, findet sie im 5., 6. Jahrhundert in einem anonymen Text, der erst im 11. Jahrhundert aber sicher überliefert ist. Nazoräische Beschuldigung der Konzilschristen, also der katholischen Christen, sie würden gar nicht die Sprache Jesu kennen und hätten keine Ahnung von dem Ganzen. Und damit haben wir noch einmal eine Spur, dass hier eine Tradition lebendig war, bis also 5,5 Jahrtausend lebendig war, die auf den Jesus von Nazareth selbst zurückgehen könnte. Und dann diese Inschrift am Felsendom. Damit enden die hypothetisch zu verfolgenden Spuren von Jesu Leben, Wirken und Nachwirken nach seiner Grabflucht. Sie umschreiben einen gewaltigen Entwicklungsbogen religiöser Weltgeschichte, vom antiken Judentum und seiner Messias-Erwartung über das frühe hellenistisch geprägte Christentum mit seinen Dogmen, über den nazoräischen Messianismus und seiner Verkündung bis hin zum Koran und zu den ersten Spuren des Islam. Eins ging aus dem anderen hervor, bald lernen und nachahmend, bald in Abgrenzung, in Konkurrenz und im Konflikt. Ein spannungsreiches, von Aufstieg und Niedergang erfülltes Kontinuum an Glaubensentwicklungen. Jesus blieb, wie er angetreten war. Ein jüdischer Wanderlehrer, ein Heiler, ein gläubiger Jude und Lehrer der Tora, dessen Botschaft nicht untergehend, vielmehr neu überdacht werden muss. Manchen heutigen Hörer mag dieses Ergebnis erschrecken, andere ermutigen, Dritte aber lässt es hoffen. Verehren doch alle den einen allmächtigen Gott. Damit danke ich für die Geduld.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Fried. Ich freue mich jetzt, Ralf Kunz kurz vorstellen zu dürfen. Professor Kunz ist seit 2004 Professor für praktische Theologie an der Universität Zürich mit dem Schwerpunkt Predigtlehre, Gottesdienstlehre und Seelsorge. Er ist auch Pfarrer der evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich. Für heute Abend spannend ist noch, dass er vertreten ist im nationalen Forschungsprogramm Lebensende, zusammen mit 33 anderen Forschungsteams, die aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven auf Aspekte des Lebensendes in der Schweiz schauen. Und er ist Mitglied der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie. Aus seinen vielen Veröffentlichungen hervorheben möchte ich einen Aufsatz, der heißt Die Auferweckung des Gekreuzigten als Thema der Grabrede. Ich freue mich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, heute eine kurze Replik auf Herrn Fried zu verfassen und bin gespannt. Genau. Ist es jetzt etwas besser hörbar? Und ich glaube, die meisten von Ihnen haben sie in den Bann geschlagen und auch die Artikel in der Zeitung haben ja ein entsprechendes Echo ausgelöst. Die Frage ist, hat Jesus das Kreuz überlebt? Und sie haben klar gesagt, ja. Und die neutestamentliche Wissenschaft sagt vermutlich ebenso klar, nein. Und damit Sie überhaupt in ein Gespräch kommen, respektive wissen, weshalb. Also diese kurze Replik, ich sage allerdings, ich bin praktischer Theologe und der Schwerpunkt des Abends in der zweiten Hälfte ist ja die Diskussion, welche Konsequenzen hätte es, wenn es wahr wäre. Aber jetzt, warum sagen die Neutestamentler nein? Das Ganze erinnert an einen Kriminalfall, der sozusagen wieder aufgerollt wird, weil neue Beweise da sind. Zuerst einmal, es sind keine neuen Beweise. Sie können sich sozusagen durch die Bibliothek durchlesen der letzten 250 Jahre und Sie werden alte Bekannte wieder treffen. Und das Urteil, dass hier sozusagen nicht etwas Neues aufkommt, ist nicht, Entschuldigung, ein theologisches Urteil, sondern ein historisches Urteil. Denn nicht alle, die Neue Testament vertreten, sind Dogmatiker oder bei Dan Brown Vertreter des Vatikans oder so etwas, sondern sie haben historische Gründe, um Nein zu sagen. Also auf den kürzesten Nenner gebracht, gewogen und für zu leicht befunden. Eine Vorbemerkung, die neutestamentliche Wissenschaft befasst sich also mit dem historischen Jesus und dem geglaubten Jesus. Und die Methode ist die historische Kritik, wie wir schon hörten. Die älteste Grundlage sind die Logien, das heißt die Worte, die Jesus selber gesprochen hat und vermutlich nach seinem Tod aufgeschrieben wurden. Und diese älteste Schicht ist sozusagen von einer zweiten Schicht, und jetzt kommen wir schon zu Paulus, von einer zweiten Schicht. Und bei Paulus finden wir ein vorpaulinisches Zeugnis. Das sind kurze Formeln oder Lieder und dort kommt eigentümlicherweise dieser Tod und dieser Gekreuzigte dauernd vor. Das heißt, weshalb kommt dieses frühe Zeugnis vom Heilstod Jesus so prominent? Abendmahlsüberlieferung. Übrigens, Paulus, er hat ja die Vision des Gekreuzigten. Also dieses Wort, der Gekreuzigte, das Wort vom Gekreuzigten ist eine Schöpfung von Paulus. Also nichts Hellenismus, sondern der Gekreuzigte. Die wohl berühmteste Bekehrung der Geschichte, also dieses Paulinische, bringt uns überhaupt das Wort vom Gekreuzigten und nicht das Wort vom Auferstandenen, sondern vom auferweckten Gekreuzigten. Die Theologie ist die historische Quellenscheidung ist also nicht einfach gleichzusetzen mit Dogmatik. Sie ist aber auch keine exakte Wissenschaft. Das heißt, niemand kann sagen, wie es wirklich war, sondern es geht um eine Rekonstruktion. Was ist wahrscheinlich? Was ist wahrscheinlich? Darum geht es. Und nun sagen diese Leute, die sich mit Kreuzesgeschichte auseinandergesetzt haben, sie dürfen sich bei John Grange Cook kundig machen. Das ist ein Kreuzforscher,
die sicherste Tatsache, was wir von Jesus wissen, ist der Kreuzestod. Warum? Das Zeugnis von Paulus, noch einmal, ist der Sache Jesu wesentlich näher als das Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist relativ jung, das heißt, es ist etwa 100 nach Christus entstanden. Es gibt keinen plausiblen Beweis, dass er tatsächlich Augenzeuge gewesen ist. Es ist vermutlich eine Fiktion. Paulus kennt den Gekreuzigten und bei Johannes sehen wir eine Interpretation der Kreuzestheologie, darauf komme ich noch zurück. Zweitens, die Frage, wem trauen wir? Trauen wir dem Paulus oder trauen wir einer These? Mit anderen Worten, diese Frage werden wir noch diskutieren. Es geht heute Abend immer auch um, wer verdient unser Vertrauen, respektive was finden wir plausibel, aber auch was ist unsere eigene religiöse Überzeugung. Diese Frage wird uns von keinem Historiker und von keiner Historikerin abgenommen. Sie stellt sich weiterhin. Drittens, und das ist jetzt mein letztes, aber sage ich jetzt mal stichhaltiges Argument, die Lanzenstichszene ist höchstwahrscheinlich eine Erfindung. Ich sage höchstwahrscheinlich, ich weiß es ja auch nicht. Genauso wenig, aber das weiß ich, hat es vermutlich ein Verhör mit dem Pilatus gegeben. Also viele Details im Johannesevangelium, inklusive Wunde in der Hand und so weiter, können historisch gesehen nicht gewesen sein. Mit anderen Worten, das sozusagen das Kernargument zerfällt bei näherem Hinsehen, weil nach einhelliger Meinung der Johannesexegeten auch keine Sonderquelle besteht. Mit anderen Worten, Johannes benutzt Markus als Vorlage. Und Markus ist der ältere Zeuge. Und dort gibt es keinen Lanzenstich. Der Johannes, was ist er? Er ist nicht in erster Linie ein Historiker, er ist Prediger, er ist Visionär. Er ist einer, der vom Auferstandenen her seine Geschichte erzählt. Und jetzt interpretiert er die Passion neu. Und bei ihm ist es keine Erniedrigungsgeschichte, sondern eine Erhöhungsgeschichte. Und sein Jesus ist nicht ein Opfer, sondern der Friedefürst, der Gottessohn, der eingeweiht ist und der würdevoll stirbt. Denn bei Johannes läuft es ja auch darauf hinaus, dass Jesus stirbt. Er verschied. Es ist vollbracht. Und seine Leserinnen und Leser sollen sehen, während es die Protagonisten, Pilatus, die Jünger, das Volk, die Juden, die Römer, nicht sehen und dauernd missverstehen. Sie erkennen den König nicht. Johannes spielt also dauernd mit doppeltem Boden. Jeder Satz ist doppelt, drei, vierdeutig. Und das gilt nun auch für Wasser und Blut, das aus der sogenannten Seitenwunde tritt. Es sind Symbole des Lebens. Wasser, und wenn Sie das Johannesevangelium kennen, kommt Ihnen das bekannt vor. Wasser ist das sprudelnde Gespräch mit der Frau am Brunnen. Das Wasser ist der Geist, der aus dir hervorkommt. Und Jesus sagt, ich bin das Blut des Lebens. Und wenn hier steht, dass Blut und Wasser aus der Seitenwunde kommen, ist damit nicht eine medizinische, sondern eine symbolische Aussage gemacht. Übrigens kommt Blut und Wasser auch bei Lukas vor. Sie kennen die Stelle, Gethsemane, Jesus schwitzte Blut und Wasser. Auch hier ist nicht ein biologischer Vorgang gemeint, sondern etwas zutiefst Symbolisches. Jesus, und das ist die Aussage hier, ist tot. Aus ihm heraus kommt Blut und Wasser, die beiden Symbole des Lebens. Und liest man das nun in dieser Intention, dann hört man, dass Johannes einen Pilatus sprechen lässt, obwohl der nie so gesprochen hat, damit wir wissen, hier spricht der römische Staat und der wäscht seine Hände in Unschuld. Und der Johannes lässt einen Soldaten stechen, um uns klar zu sagen, er ist tot. Nullpunkt. Es geht nicht mehr weiter. Aus ihm ist alles Leben heraus. Also gerade das Gegenteil von dem, was Sie vorhin gehört haben. Es ist vollbracht. Hat Jesus
das Kreuz überlebt. Exegetisch ist der Befund klar, das Lanzenargument ist nicht stichhaltig. Und das mit den Theorien, die darauf aufbauen, darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Ich empfehle Ihnen, entsprechende Literatur zu konsultieren. Nur ein letztes Argument, eine letzte Überlegung. Man kann ja ganz pragmatisch argumentieren. Wenn es stimmt, dass Jesus davongekommen ist, hat er sich davon gemacht. Und die Schar seiner Jünger im Glauben gelassen, er sei gestorben oder er hat eine Show abgezogen als Auferstandener, für die man ihm posthum einen Oscar verleihen müsste. Vor allem denke ich aber, man müsste die Ostergeschichte neu schreiben. Am Morgen, als Jesus seine Jünger verraten hatte, nahmen seine Helfer den Leib, brachten ihn in Sicherheit und logen fortan die Welt an oder so etwas. Und das ist jetzt nicht, bitte nicht, hören Sie es nicht polemisch, sondern ich spekuliere auch. Es geht hier um Wahrscheinlichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten. Und ich denke, es gibt viele Gründe, diese These, die Sie gehört haben, für sehr, sehr unwahrscheinlich zu halten. Aber darüber, welche Konsequenzen das hat, reden wir ja noch. Danke. Wunderbar, wir haben alle Fragen geklärt. Jesus starb am Kreuz, Jesus starb nicht am Kreuz. Wenn Sie beide hier nach vorne kommen wollen, dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit, um die inhaltliche Ebene noch mal kurz anzusprechen. Bischko? Ja, genau. Dann machen wir eine ganz kurze Umbaupause und dann kommen wir zu der Frage, was heißt das eigentlich? Was sind die Konsequenzen? Warum stellen wir diese Frage? Warum sind Sie heute alle hier? Vielleicht fange ich schon mal an mit einer Frage an Sie, Herr Fried, wenn ich darf. Sie haben schon fleißig notiert. Aha. Ralf, du kannst gern. Also, Entschuldigung. Ja. Du wärst auch eingeladen. Genau. Eine Frage an Sie. Ihnen wurde ja gerade vorgeworfen, und das kommt immer wieder, der Kategorienfehler. Man wendet eine historische Methode auf eine theologische Fragestellung an, auf einen theologischen Gegenstand. Wie würden Sie damit umgehen? Das ist lächerlich. Denn wenn man annimmt, dass Jesus eine historische Figur war, dann ist er historisch zu erfassen und nicht theologisch. Mhm. Das ist mein Argument. Basta. Wenn aber die Theologen sich mit dem Theologischen auseinandersetzen, missachten sie oftmals, nicht jedes Mal, aber oftmals, das Historische. Zum Historischen gehört zum Beispiel auch die Medizin. Und es stimmt nicht, Herr Kunz, dass es ein altes Argument ist. Der Scheintod ist ein altes Argument. Schleiermacher und Co. Goethe haben das angenommen. Aber das Argument, von dem ich ausgehe, ja, das stimmt, ist ein Pleuraerguss. Das ist etwas ganz anderes. Ein Pleuraerguss ist eine tödliche Angelegenheit, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird. Das ist den Medizinern heute auf den Autobahnen 1000-mal bekannt. 1000-mal. Ich selbst habe einen wissenschaftlichen Mitarbeiter gehabt, der 2-mal in seinem Leben einen Pleuraerguss hatte. Beide Male davongekommen ist. Ich kenne noch jemanden, den ich jetzt aber nicht nennen will, der einen Pleuraerguss hatte und noch immer lebt. Pleuraerguss heißt, Pleura ist ein Erguss im sogenannten Pleuraspalt. Der Pleuraspalt sind die beiden Häute. Das Rippenfell, also das, was direkt unter den Rippen sitzt. Und das Lungenfell, das heißt das, was direkt auf der Lunge sitzt. Das ist ein, Sie können das gar nicht in Millimeter ausdrücken, ein ganz schmaler Spalt, der unter Unterdruck steht, in den sich aber die atmende Lunge entfalten muss, sonst kann sie nicht atmen. Und wenn dieser Spalt durch ein Serum gefüllt wird, kommt der Druck auf die Lunge. Dieser Druck kann so stark werden, dass die Lunge kollabiert oder nicht mehr atmen kann, dass CO2 nicht mehr ausstoßen kann und dann erstickt der Patient, ob er will oder nicht will. Der Stich ist wie eine Kanüle, das ist auch heute noch die einzige mögliche Therapie, eine Kanüle anzulegen, um diesen Pleuraerguss abzulassen und die Heilung einleiten zu können. Und das ist auch da geschehen. Das ist also ein völlig neues Argument, hat mit Schleiermacher und Scheintod nichts zu tun. Es ist eine Narkose. Ich bitte Sie, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal im Narkosesaal lag, narkotisiert war. Ich war schon mehrere Male narkotisiert, Sie sehen mich immer noch lebend. Möchtest du sagen, weswegen du den Vergleich zur Scheintod-These gezogen hast? Weswegen du den Vergleich zur Scheintod-These gezogen hast?
wieso das kommt? Ich habe mich auf etwas anderes bezogen. Mhm. Ich habe mich auf die Folgetheorien bezogen. Also Essener, Thomas-Evangelium und so weiter und so fort. Das ist schon relativ alt. Das mit den Scheintonen, also das gebe ich Ihnen recht, das ist originell, das ist auch neu. Und deshalb sind wir auch heute auch hier. Das ist eine spannende These. Und ich glaube, der Punkt, wo jetzt, und da würde ich jetzt nochmal die Kollegen vom Neuen Testament etwas verteidigen. Entschuldigung, die sind wirklich historisch dran. Und es waren ja die Theologen, die mit der historischen Kritik begannen, also mit Reimarus und so weiter. Übrigens hatten wir hier einen Zürich-Putsch. Immerhin haben wir eine Regierung gestürzt wegen diesen Kerlen. Ah, ja. Also ich werde da etwas zurückhalten und sagen, es ist doch einige Jahrzehnte historischer Forschung, die zu einem anderen Ergebnis gekommen ist. Und dieses andere Ergebnis, die zweifelt nicht an, dass es eine medizinische Möglichkeit gibt, eine Punktation zu machen und dieses Dioxid rauszulassen, klar. Aber die fragt, ob dieses medizinische Faktum reicht, um diese ganze Sache umzustürzen. Jetzt haben wir wirklich nicht nur Johannes Evangelium, der relativ jung ist, wir haben die Synoptiker. Und wir können natürlich jetzt schon sagen, werfen wir die Synoptiker auf den Abfallhaufen der Geschichte, die waren nicht dabei, die haben nicht. Sorry, es gibt dort keinen Seitenwunde, es gibt keine römischen Soldaten und die waren näher dran. Weshalb, und das ist jetzt die Beweislast, liegt schon auch ein bisschen bei Ihnen, weshalb redet das ganze Neue Testament ohne Ausnahme vom Tod Jesu und vom Gekreuz? Weshalb? Wenn es so wäre, wie Sie sagen, war keine Spur davon, außer ihr Lanzenstich. Und das leuchtet mir, sorry, nicht ein. Ja, Sie haben vorhin auf die Historiker verwiesen und damit auf die Zeitfrage. Die Evangelien, so wie sie uns vorliegen, sind im Jahr 150 nach, im Kanon erfasst. Wir haben nur die Kanonfassung, keine andere Version. Das heißt, alles, was wir an Evangelien haben, ist mindestens 130, 120 Jahre nach dem Tod, das Jesus nach diesem Golgatha-Erlebnis in der Form, die wir als einzige Form haben, überliefert. Paulus seinerseits schreibt etwa zwischen 50 und 60 danach. Das ist also auch nicht gerade zeitgenössisch. Sie haben vorhin auf frühchristliche Zeugnisse hingewiesen. Der früheste, von dem ich weiß, ist der sogenannte Philippa-Hymnus, den Paulus überliefert, ein Hymnus, der den überirdischen, präexistenten Christus vom Himmel herabkommen sieht und besingt, dass er Mensch geworden ist, seine Göttlichkeit abgelegt hat, dass er Doulos, Knecht geworden ist. Der einzige Begriff, die einzige Stelle übrigens im Neuen Testament, wo Jesus ein Doulos, das ist das Schlimmste an Knecht, an Sklave genannt wird. Sonst wäre er normalerweise Peis. Zitieren Sie es noch zu Ende, wo Gehorsam, der es nicht für einen Raub hielt, nicht Gott zu sein, sondern gehorsam war bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Und dann schreibt Paulus rein. Bis zum Tod am Kreuz. Ja, und wer schreibt das rein? Das ist der Paulus. Ja, ja. Das heißt, ihm war der Gekreuzigte sehr. Das weiß ich nicht, wo da der Hymnus aufhört oder nicht. Ja, das ist aber ein entscheidendes Detail. Wenn ich das nochmal fragen darf, wenn Sie sich ja beide auf Zeugnisse beziehen, wenn wir jetzt auf der historischen Ebene bleiben und nicht auf der theologischen Interpretation der historischen Ebene, wobei ja auch die historische eine Annäherung ist, Sie sich auf Zeugnisse beziehen, die eine gewisse Distanz zum Ereignis haben, das wir voraussetzen? Ich bin mit dem Ergebnis noch nicht zu Ende, mit der Datierungsfrage. Denn Sie haben auf Markus Evangelium verwiesen, es mag das älteste sein, aber wann ist es entstanden? Ich folge Matthias Klinghardt, einem Theologen aus Dresden, der in meinen Augen zwingendes Argument vorgetragen hat, nämlich, dass hier in einer Perikope eine bestimmte Passage auftaucht, in der er die zwingend vorschreibt, dass wir nicht vor dem Jahr 90 mit diesem Markus-Evangelium kalkulieren können. Das gilt auch dann für die anderen Evangelien, wenn sie von Markus abhängig sind. Das heißt, ich habe zwischen 90 und 150. In dieser Zeit entstehen die Evangelien, die wir haben. Wir haben aber auch andere Quellen, die vielleicht sogar älter sind. Ich meine, die Theologen sprechen heute gerne von der sogenannten Lockienquelle. Das heißt, jener Sammlung von Christus Wort, die sie destillieren aus dem Vergleich zwischen Lukas und Matthäus. Übrigens, Matthäus nennt auch einen Herr Fried, Krieger. Wir müssen ein bisschen auf die nennt auch einen Krieger, den Hauptmann. Also, wenn ich doch die Frage stellen darf, Sie beziehen sich beide auf Quellen, die vom Ereignis eine gewisse historische Distanz aufweisen, kommen aber zu völlig anderen Schlüssen. Sie haben jetzt gerade Herrn Kunz vorgeworfen, dass er dadurch ein gewisses Defizit hat in der Argumentation. Für sich nehmen Sie das nicht in Anspruch. Habe ich das richtig verstanden?
Herr Kunz spricht von Wahrscheinlichkeit und Sie sprechen von einer These, die doch einen gewissen hohen Realitätsanspruch hat. Ich verlange von den Theologen, die den Tod am Kreuz behaupten, dass sie ihn nachweisen. Ich kann nachweisen, ich kann mit den historischen Methoden nachweisen, dass es Gekreuzigte gab, die lebend dem Kreuz entkommen sind. Aha, das ist ein Argument, das erstmal geschlagen werden muss. Mhm. Und mit diesem Argument, und der Autor, der das bezeugt, dass seine, es sind es, Josephus, drei seiner Freunde hat er da abnehmen können, mit Hilfe, mit Erlaubnis des siegreichen Feldherrn Titus, der ist später Kaiser geworden, einer von denen hat überlebt, zwei andere sind an den Wunden dann doch gestorben, aber das heißt, das Kreuz haben sie zunächst einmal überlebt. Ich verlange, dass man dasselbe, was Josephus seinen Freunden gegenüber behauptet, und Josephus schreibt auf jeden Fall vor sämtlichen Evangelien. Mhm. Vor sämtlichen. Und das heißt, dieser Text ist wahrscheinlich so um 75, 80 entstanden. Und damit habe ich erstmal ein Argument, das nachgewiesen werden muss, dass das Gegenargument stimmt. Also die über das, der Tod am Kreuz. Und wenn ich hier nun eine sehr plausible Erklärung finde mit dem Pleuraerguss, wenn mir die Mediziner sagen, das, was hier beschrieben wird, ist zwingend ein Pleuraerguss, dann habe ich als Nichtmediziner keinen Anlass, dem zu widersprechen. Okay. Ich habe dieses Argument prüfen lassen, nicht nur von dem Mediziner. Nein, das Argument steht, glaube ich, nicht in Frage. Ja. Das ist also ein zwingendes Argument, ein Pleuraerguss durch den Lanzenstich befreit. Und wieso soll der Lanzenstich Erfindung sein? Das ist sagen TV, Sie so. Ja. Das müssen Sie nachweisen. Okay, dann klären, Moment. Das ist die logische. Okay. Dann halten wir doch ganz kurz fest, dass Sie die Pleurapunktion für eine plausible Hypothese halten, dass man die Kreuzigung überleben kann, dass es theologisch betrachtet als sehr unwahrscheinlich einzuschätzen ist, aber die Möglichkeit nicht auszuschließen ist, und dass die Beweislast eher bei der Position liegt, die sich in einer Sonderposition befindet. Möchten Sie noch etwas sagen zu diesem Argument, dass die Synoptiker sehr spät sind und dass Josephus über die Zuverlässigkeit von Jesus, das wäre ein eigener Abend wert. Ich sage nur so viel, weshalb kommt Markus auf die Idee, ob jetzt 90 oder 80 nach Christus, ein Evangelium zu schreiben, das in einer ausführlichen Passion endet? Weshalb dieses Gewicht des Todes? Wo um Gottes Willen? Und das ist etwas, für das habe ich noch kein plausibles Argument von Ihnen gehört. Weshalb hat dieser Tod ein Gewicht? Und ich sage Ihnen, und das ist jetzt kein theologisches Argument, sondern auch ein historisches, weil es ein unglaublicher Skandal war, dass der Peregrinus, der Fremde, dem man glaubt, dass er der Messias ist, stirbt wie ein räudiger Hund. Es ist ein verdammter Skandal. Es ist eine Torheit. Und noch 60 Jahre nach diesem unglaublichen Vorfall ist einer genötigt, darüber eine Story zu schreiben. Das ist die theologische Leistung von Markus. Das ist das Genre, das ist das Euangelium. Provokativ. Er sagt, das ist, und er nimmt den Terminus technicus des römischen Staates, sagt, das ist das Euangelium. Dass dieser Messias gekreuzigt wurde wie ein räudiger Hund und sagt, warum hast du mich verlassen? Dieser Jesus ist der Herr der Welt. Dieselbe Ironie finden Sie bei, also Sie können sozusagen, und das ist noch einmal, ich sage jetzt mal auf der historischen Ebene, warum haben die überlebt, diese Genre? Warum hat die Gemeinde überlebt? Nicht, weshalb Jesus überlebt hat. Das ist eigentlich das Wunder. Und da fordert eine Erklärung. Und da sind wir schon sehr auf der inhaltlichen Ebene, ja, auf der Frage, warum sprechen wir drüber. Ich würde sagen, wir stellen Verständnisfragen zurück. Ich gehe davon aus, dass die grobe Positionierung sehr klar geworden ist und wir dafür mehr Raum haben später für die Diskussion wirklich der Konsequenzen dieser These. Vielleicht darf ich doch noch einen kleinen Punkt. Einen ganz kleinen Punkt, Herr Fried. Ich habe in meinem Vortrag gegen Ende des Vortrags ja betont, dass es ab dem Ostermorgen zwei verschiedene Entwicklungen gibt.
Ja, ja. Auf der einen Seite die paulinische. Wir wissen alle, dass die sich durchgesetzt hat und dass die sogenannten Judenchristen schmählich von wem auch immer ausrangiert wurden, als Ketzer verfolgt wurden und nicht überleben konnten. Meiner Meinung nach sind diese sogenannten Judenchristen, sind Reformjuden, und wenn Sie mich fragen, wer sind da die Chefs, nach Jesus, Petrus, Jakobus und die anderen Jünger. Das sind die Judenchristen. Das sind die, die Nazaräer, die Gemeinde geschaffen haben. Warum haben wir keine Belege dafür? Warum wissen wir von dem das Jesus, der überlebt hat, nicht? Da können wir dann weiter, nachher weitermachen. Aber dass Paulus Jude war, dass Paulus selbst Jude war, ist... Paulus war ein beschnittener Jude, aber er hat die Beschneidung nicht mehr für notwendig erachtet. Und den Streit in der Gemeinde haben wir schon vor Paulus, bevor Paulus Jerusalem besucht hat. Okay. Der erste Märtyrer, Stephanus, ist ein hellenistisch geprägter, also auf der paulinischen Richtung, nicht auf der hebräischen Linie liegende frühe Christen. Okay, dann halten wir das so fest. Dann machen wir ganz kurz eine Umbaupause, vielleicht eine Tür öffnen, ein bisschen Luft reinlassen. Ja, Luft. Dann geht's weiter. Wenn alle langsam wieder ihre Plätzle findet, mir wird gesagt, ich spreche sehr schnell. Soll noch vorkommen? Wunderbar. Wir laden Sie auch im Anschluss noch sehr gern zum Apero ein. Wir haben ein wenig, wir hoffen ein wenig auf die Reduplikation der Speisung der 5000 und sehen, was wir tun können. Und sonst, ja, teilen wir einfach, was wir haben. Und jetzt übergebe ich gern an die Gesprächsrunde. Okay, dann mache ich mal weiter. Ist gut. Wie aufgestellt. Jetzt besser, ja. Also, für mich war das Buch von Herrn Fried eine große Befreiung, muss ich sagen. Ich liebe ja die biblischen Geschichten und vor allem das Markus-Evangelium, und ihr habt nicht davon gesprochen, dass das letzte Kapitel des Markus, das die Auferstehung beschreibt, ja, viel jünger ist, und in den ältesten Handschriften hört das Markus-Evangelium wirklich nur mit dem leeren Grab auf und die Frauen erschrecken. Also dort fehlt die Auferstehung. Ich habe 25 Jahre lang Sonntagsschule gegeben und diese Geschichten des Evangeliums immer wieder erzählt. Und in den Sonntagsschulvorbereitungen mit den Theologen hat man mir gesagt, was sie bedeuten, und ich habe das gelernt. Ich habe es im Religionsunterricht erzählt, und dann in den Frauengottesdiensten haben wir diese Geschichten wieder und wieder gelesen und nachgespielt und so. Ich liebe vor allem die Geschichten nach Ostern, als Jesus wieder den Menschen begegnet. Und ich habe immer gedacht, das muss ein lebendiger, ein leiblich lebendiger Mensch gewesen sein. Diese Freude, ihn wieder zu sehen, die kommt in diesen Geschichten so direkt. Die Emmaus-Jünger, die ihn wieder sehen, Maria Magdalena, die ihn wieder sieht. Und die Auferstehung selber hat mir nie eingeleuchtet. Aber auch nicht die Visionen, die Erscheinungen, das waren keine Erscheinungen, das war ein lebendiger Mensch. Und ich habe, als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich gedacht, so, jetzt entscheide ich mich mal endlich, was ich wirklich glaube. Nur für mich allein entscheide ich das jetzt. Ich habe schon vorher von den Essenern gelesen, und das hätte sein können, dass er überlebt hat. Das hat mich nie so ganz überzeugt. Aber jetzt habe ich mal eine überzeugende Theorie, wie das hätte gewesen sein können. Und ich habe ganz befreit Karfreitag und Ostern erlebt dieses Jahr. Karfreitag, dieses Entsetzen, dieser Schrecken, diese Folter und die Leute, die ihn liebten, die dabei waren. Und ich meine, das passiert ja überall auf der Welt heute immer wieder, dieses Grauen, dass Menschen einander das antun können. Und dann am Ostermorgen der Satz erlebt. Das ist so großartig. Warum muss da jetzt ein Tod dazwischen sein? Ich glaube an die Botschaft Jesu,
vom Reich Gottes. Ja. Seine Gleichnisse sind mir immer wieder eine riesige Hilfe. Ich glaube an die Seligpreisungen, ich bete das Vaterunser. Aber warum ich diesen Tod glauben muss, das leuchtet mir nicht ein. Ich würde also zuerst einmal meinen Respekt, dass das Buch dir geholfen hat, zu glauben. Und also das heißt mit anderen Worten, was wollen wir mehr? Also wenn das ein Historiker reicht, was der Theologe oder die Theologinnen nicht können, Halleluja. Und es gibt überhaupt keinen Grund, irgendjemandem aus irgendwelchen Gründen den Glauben abzusprechen oder zuzusprechen, nur weil wir etwas plausibler oder weniger plausibel finden. Also das einmal vorweg. Und was ich wichtig finde, unterscheiden wir bitte zwischen was wir für wahr halten und was wir aus tiefstem Herzen glauben und wo wir vertrauen können. Und du hast das vorhin sehr schön gezeigt, du hast gesagt, du kannst in die Auferstehung glauben, du kannst vertrauen, dass dieser Jesus, der dir so wichtig ist mit den Seligpreisungen, dass dir der sozusagen wieder näher kommt über diese Auferstehungsgeschichte. Okay. Aber und jetzt, ohne Tod. Ja genau, und jetzt ohne Tod. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Und ich, wenn du mit diesem Problem leben kannst, also dann, okay, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Ich sage dir jetzt aber, was mein Problem in meinem Glauben ist. Und das ist jetzt sozusagen auf der gleichen Ebene, auch auf der Ebene des Vertrauens und weshalb der Tod für mich schlicht und einfach nötig ist. Zuerst einmal, die Bibel sagt es so. Wir kommen nicht darum herum, dass wir uns in unserem Glauben auf etwas beziehen. Und jetzt beziehen wir uns auf die Schrift. Die Schrift ist eindeutig. In diesem Punkt ist sie eindeutig. Jesus ist gestorben am Kreuz. Alle, auch die mit den schönen Auferstehungsgeschichten, kommen zu sagen, Jesus ist gestorben. Das Zweite ist die Jesus-Logien selber. Offensichtlich war schon Jesus bewusst, dass er auf etwas zusteuert, dass er auf etwas zugeht. Er war ein Pilger. Das heißt, er ist mit seinen Jüngern nicht einfach ziellos irgendwie in Galiläa herumgewandert, sondern er ging nach Jerusalem, zu Pessach. Das heißt, er ging dann, wann alle Pilger und Pilgerinnen gegangen sind. Und das Ziel von Pessach, die Wallfahrt, das Gottsehen ist bei ihm so gründlich in die Binsen. Man kann sagen, seine Pilgerfahrt war auch eine Pilgerfahrt in den Tod. Und jetzt ist das nicht meine Erfindung oder deine Erfindung oder unser Belieben oder das des Evangelisten, sondern jetzt kommt ein altes jüdisches und zwar eher randständiges Motiv, dass der Messias nicht einfach ein triumphierender König ist, dass der Messias nicht einfach ein Heros ist, der wie ein Cowboy in die City hinein und den Bösewicht abknallt und dann davonzieht, sondern dass der Messias leiden muss, dass er die Schmerzen auf sich nimmt. Es kann dir das passen oder es kann dir nicht passen, aber es ist sozusagen, wenn man so will, das Muster, mit dem Markus die Story noch einmal erzählt. Die Story noch einmal erzählt und interpretiert. Das heißt, es geht sozusagen durch dieses Nadelöhr dieses gewaltsamen Todes. Es bleibt aber nicht dabei. Und da wären wir uns ziemlich schnell einig, wenn das Evangelium wäre, Qual, Folter. Und jetzt hast du den Johannes. Der Johannes erzählt die Geschichte noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive. Er zeigt einen Christus, und er sagt das als betender Visionär, als Schauer, als Dichter. Es ist Weltliteratur. Er sieht diesen Christus nicht als einen Wurm, der Blut und Wasser schwitzt, sondern der redet mit seinen Jüngern in der Nacht, in der er verraten wurde. Also die Gethsemane-Szene wird komplett neu geschrieben. Und dann sagt er, so wie der Vater und ich eins sind, so sollt ihr eins sein. Und ich gebe euch, was ich erlebe mit diesem Vater, die Liebe. Diese Liebe, damit die Welt erkennt, was die Botschaft Gottes ist, die Liebe. Und ein Mensch gibt sein Leben für die Freunde und die ganze Sache bekommt ein ganz anderes Licht. Das ist das Licht der Auferstehung. Ja, aber die Frage ist noch nicht beantwortet. Wenn es jetzt so gewesen wäre, dass er nicht gestorben wäre, was würde dann fehlen? Was wäre dann nicht? Ich meine, die ganze Verquickung, die man nachher gemacht hat, dass Erlösung mit dieser Gewalttat zu tun hat, das war so verheerend.
Nachher gab es das Ganze, dass man leiden muss, um erlöst zu werden, dass der Märtyrertod kommt, das Verquicken mit Leid und Gewalt, nicht nur mit Leid, mit Gewalt und Erlösung war verheerend. Und nie hat Jesus in den Evangelien gesagt, ihr müsst nur einfach leiden, dann werdet ihr erlöst. Er hat immer geheilt. Das ist so gegen dem, was er immer gemacht hat. Was man nachher daraus machte, dass Erlösung und Gewalt, Erlösung und Leid zusammengehen, und das hat das Ganze auch legitimiert. Gott selber hat es so gewollt. Wie kann man das sagen, dass der Gott der Liebe das selber so will, dass die Erlösung mit einer Gewalttat verbunden ist? Und wenn der Tod wegfällt, dann ist dieses Kapitel erledigt. Ich glaube, dass man auch hier noch einmal unterscheiden muss. Du kannst alles pervertieren. Du kannst die Idee der Demokratie, der Menschenrechte, die Liebe, die Feindesliebe, du kannst alles diskreditieren. Ich sage nicht, dass das nicht geschehen ist. Es ist geschehen. Jetzt aber sozusagen einer Interpretation und dem Tod des Gekreuzigten dafür die Schuld in die Schuhe zu schieben, das ist schon etwas absurd. Denn dafür ist er ja gestorben, um Gottes Willen. Das heißt mit anderen Worten, diese Aggressionsablenkung, wenn du es mal mit einer Theorie nimmst, die Aggressionsablenkung auf diesen Menschen sozusagen jetzt im Nachhinein zu einer These zu konstruieren, dass Leute unterdrückt werden, das zäumt sozusagen das Pferd vom Frau. Ich möchte etwas anderes. Nein, nur noch wegen der Schuld. Was habe ich wieder gesungen an diesem Karfreitag? Ja. Was du alles erduldet, ist alles meine Schuld. Das kommt dann noch dazu. Ja, es belastet. Steht das so in der Bibel? Nein, das steht im Gesang. Und jetzt haben wir, irgendwo rauscht das Meer. Jetzt weiß ich warum. Wahrscheinlich ist es. Was rauscht? Bin ich das? Bei wem? Bei mir liegt auf dem Kran. Bin ich verantwortlich? Ja. Also, wir halten das alle schön in der Hand, dann rauscht es nicht mehr. Die okay. Pleura. Okay. Also, einfach aufgepasst, nicht jede barocke Selbstquälerei, nicht jeder masochistische, religiöse, verirrte Mensch verantwortlich dafür machen, was diese Botschaft vom Kreuz und Auferstehung sagen will. Also das halte ich für ganz entscheidend, sonst wir finden für alles absurde, wir finden auch irgendwelche, weiß ich was, nette Theorien von Weltverbesserern, die nicht gestorben sind, die ins Abstruseste führen. Ich erinnere an deutsche Christen, ich erinnere an Markionisten, an weiß Gott was für Sekten, die ohne Tod auskommen und in ein Fiasko führen. Bleiben wir doch einmal bei dieser Botschaft von Kreuz und Auferstehung. Und jetzt, was ist daran so schwer zu glauben? Und jetzt Paulus sagt, es ist ein Skandal, es ist eine Torheit, dass der Menschensohn leiden muss. Oder anders gesprochen, es geht, und das ist jetzt wirklich ein theologisches Argument, hat mit Historie nichts mehr zu tun, sondern es ist eine Interpretation. Das Leiden von Gott, von Gottes Sohn, Moltmann sagt, der gekreuzigte Gott, ist die konsequente Verlängerung der Inkarnation. Du kannst nicht einfach sozusagen Weihnachten und Ostern rauspflücken und Karfreitag wegwerfen. Geht nicht. Denn die Inkarnation, dass Gott Mensch geworden ist, Fleisch und Blut, heißt, dass er auch leidet, dass er auch stirbt und dass er ziemlich schlimm leidet. Aber wenn Gott die Liebe ist und die Liebe stärker als der Tod ist, die Liebe kann nicht sterben. Ich glaube nicht, dass Gott stirbt. Ja, aber du formulierst jetzt einfach wunderschön den Auferstehungsglauben, einfach, dass du sozusagen nicht die ganze Inkarnation machst. Die Inkarnation heißt, dass Gott ganz Mensch geworden ist, wäre Deus und wäre Homo. Er ist ganz Mensch geworden und so sagt es das Neue Testament, er leidet, was wir erleiden. Er geht durch den Tod, durch den wir sterben. Deshalb heißt es in der Taufe, wir werden getauft in den Tod von Christus und wir werden mit ihm auferstehen. Das Ganze geht nicht.
geht ich glaube an die Auferstehung, ich glaube auch ohne, dass Jesus gestorben und auferstanden ist daran. Ich glaube an die Liebe Gottes, ich brauche diesen Tod nicht, um zu glauben. Dann musst du ich brauche das Grauen nicht, um zu glauben. Gut, und aber dann würde ich jetzt ohne... Noch einen letzten Satz. Ja. Dieses ganze Auferstehungs-, dieser ganze Mythos hat die Botschaft vom Leben von Jesus überdeckt. Nur noch das ist wichtig geworden. In den fundamentalistischen Glaubenssätzen ist nichts von Jesus als lebendiger, als der, der geheilt hat, der geliebt hat. Es ist nur noch dieser Mythos wichtig. Es muss einer an die Auferstehung glauben, dann ist er ein Christ. Auch wenn er noch nie etwas von den Evangelien gelesen hat, wenn er keine Ahnung hat, wenn er nichts von Seligpreisungen weiß, auch dass unser Vater nicht beten kann. Aber das Wichtigste, er glaubt an die Auferstehung. Da hat man etwas zugespitzt und zur Hauptsache gemacht. Und ich weiß immer noch nicht, warum. Genau, und jetzt kann ich einfach sagen, du kannst... Du kannst mit dieser Zuspitzung, die es gegeben hat und die es immer geben wird, nicht aus der Welt reden. Dass es in unserem Leben und offensichtlich auch im Leben Gottes so etwas wie den Schmerz gibt und die tiefere Bedeutung dieses Todes, der Tod des Todes ist. Und ich könnte auch sagen, das Leiden wird mit dem Leiden ausgetrieben. Du kannst, also anders gesagt, ohne Tod keine Auferstehung und ohne Auferstehung kein Trost. Und jetzt reden wir noch einmal, wir reden auf der Grundlage unseres Bekenntnisses. Du fragst, geht es ohne? Und ich frage dich, willst du eine Sekte gründen? Go on. Willst du eine neue Religion? Go on. Und ich sage das jetzt, bitte hört nicht, ich meine es jetzt nicht polemisch, sondern it's a fact. Das heißt, die Kirche hat sich für etwas entschieden. Sie hat sich dafür entschieden, auf der Schrift aufzubauen. Und jetzt ist die Konsequenz, wenn man das im Ernst durchzieht, und ich meine jetzt im Ernst, nicht, dass man, so wie du das vorhin sozusagen einmal als Gedankenvogel aufsteigen lässt und davon befreit ist, wenn man es durchziehen will und sagt, und du zum Beispiel mir sagst, ich liege falsch mit meiner konservativen Meinung, dass es die Bibel ist, dann gehen unsere Wege auseinander. Und jetzt ist die Frage tatsächlich, wenn es den Tod nicht braucht, was ist die Konsequenz? Und die Konsequenz ist tatsächlich eine andere oder eine neue Religion oder eine reformierte Religion. Das ist ein relativ hoher Preis. Und jetzt, wenn wir unser Gespräch fortführen müssen oder fortführen wollen, müssen wir ja sozusagen plausible Gründe bringen, weshalb wir sozusagen bei unserem Glauben dran. Jetzt versuche ich es noch einmal. Es geht mir nicht darum, das Leiden zu verklären oder irgendetwas ganz Schlimmes hochzujubeln, sondern um den Schmerz, der in der Liebe ist. Ich glaube nicht, dass es eine Liebe gibt ohne Hingabe. Ich glaube nicht, dass es eine Liebe gibt ohne die Bereitschaft, sein Leben zu geben. Und das ist nicht eine heroische Aussage, sondern es ist eine christologische Aussage. Das heißt, derjenige, von dem wir glauben, dass er der Christus ist und nicht einfach ein toller Mensch, der hat sein Leben für uns gegeben. Und jetzt ist das nicht einfach ein Mensch, der sein Leben opfert, sondern wir glauben ja, dass es eine Inkarnation von Gott ist. Es ist der Christus, es ist der Messias, das ist ja die Quintessenz des Aber wir sind ja alle, wir haben alle etwas Göttliches in uns. Und Jesus hat gesagt, wir sollen Vater sagen zu Gott, also sind wir auch Gottes Kinder. Und dieser große Unterschied, der immer gemacht wird, dass nur er Gottes Sohn ist und nur in ihm Gott. Du hast vorhin gesagt, eine neue Sekte oder eine Religion gründen. Nein, darum geht es mir nicht. Und ich möchte gerne in der Weltkirche bleiben, obwohl, da kommt mir Zwinglis aus dem Zwingli-Film das Zitat in Sinn, wir sind da in Zürich. Also und es wäre doch schön, wenn wir den Mut hätten, wie die Menschen vor 500 Jahren, den christlichen Glauben radikal neu vom Evangelium her zu denken. Ja, aber welchen Preis zahlst du, jetzt sage ich jetzt mal, abgesehen, ob du jetzt recht hast oder nicht, das wird gerne ein anderes Argument auf der Ebene,
wenn du die Bibel umschreiben musst, wenn du sämtliche Bekenntnisse sozusagen zum symbolischen Abfall erklärst, wenn du die theologischen Fakultäten schließen musst, weil sie dir nicht und so weiter. Also es hat eine ganze Reihe von, wenn du dich verabschiedest von der Una Sancta, wenn du sozusagen, ich sage jetzt mal, die anderen 99,9%, die nicht im mitteleuropäisch-säkularen aufklärerischen Geist leben, sozusagen verabschiedest als Ewiggestrige, das ist der Preis. Deshalb habe ich von der Sekte gesprochen. Ja, und das aber ist aber jetzt mal ein inhaltliches Argument. Ich verstehe es wirklich nicht, weshalb es so schwierig ist und was dir so schwer fällt am Gedanken, dass dieser Mensch, von dem wir glauben, das ist das Bekenntnis, dass er der Christus ist, dass dieser Mensch gestorben ist und auferstanden ist. Und das ist nochmal, ich glaube an Credo, das ist das Vertrauen, dass in Gott sich dieses Wunder, dieser Nullpunkt des Lebens, also wenn Sie so wollen, dieses schwarze Loch jeder Religion, und dieser Urknall des Lebens ereignet hat in Jesus Christus. Und du hast vorhin etwas ganz Richtiges gesagt. Das eigentliche Ärgernis ist es, dass sich dieses Urereignis, dieses, sage ich jetzt mal, religiöse Urereignis, ereignen soll in einem jüdischen Menschen, der im Hinterland Israels aus Galiläa kommt, einem Zimmermann, einem Nichts. Und diesem Nichts, der inspirierte Worte halt. In diesem Menschen, in diesem jüdischen Menschen soll dieses Wunder geschehen sein. Das ist das Ärgernis. Und vor 1834 ist einer gekommen, der Strauß, und hat gesagt, geht nicht, akzeptiere ich nicht. Aber für mich ist das überhaupt kein Ärgernis, absolut nicht. Ja, aber du hast vorhin die Gottessohnschaft, und ich meine jetzt ja, die, sozusagen ausgeweitet hier auf uns. Wir sind alle Gottes Kinder, bin ich überzeugt. Aber jetzt machst du zwei Dinge, meines Erachtens, durcheinander. Das eine ist, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und Erben seines Reiches. Und das andere ist, dass er der Messias ist. Es gibt nirgends in der Bibel eine Stelle, die sagt, dass wir Messias werden sollen, dass wir Christus sein sollen, dass wir die Welt erlösen sollen. Das steht so nicht. Also die mit der Hingabe und der Liebe, da bin ich auch deiner Meinung. Liebe und Hingabe gehören zusammen. Mhm. Aber wenn du sagst, 99,9% der Christen denken anders, wenn die vor 500 Jahren das als Argument genommen hätten, hätte es keine Reformation gegeben. Ich würde, also wenn du mit der Reformation, also wenn du die Reformation ins Spiel bringst, dann hättest du mit jedem Reformator ein Problem. Ja, er streitet auch nicht ab, dass der okay ist. Lasst uns weiter streiten, aber dann geben wir Ihnen jetzt ein Schlusswort und dann kommen wir zum Publikum. Aber zuerst dein Schlusswort und dann Ihr Schlusswort und dann sage ich, dann gehen wir zum Publikum. Wie? Der Schmied hat noch gar nichts gesagt. Eben, ja, jetzt kommt er noch. Aber er hat vorhin viel gesagt. Ralf. Also, kurz zusammengefasst. Es geht nicht darum, dass der Tod Jesu etwas ist, das schwieriger, meines Erachtens, schwieriger zu glauben ist als seine Auferstehung. Es ist auch nicht schwieriger zu glauben als zum Beispiel die Schöpfung. Ich sage nur, also wenn wir schon dabei sind, Dinge aufzuzählen, die schwierig sind zu glauben, dann beginnt es damit, dass wir uns schon in dieser Schöpfung eigentlich als Geschöpfe finden. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von schwierigen Dingen. Und jetzt ist es mein Argument für diesen Tod und die Auferstehung ist, dass sich darin etwas zeigt, eine Tiefe und ein Schmerz, denn eine Wolke von Zeuginnen und Zeugen für ihr Leben als wichtiges. Entschuldigung, wenn ich an Bonhoeffer denke in seiner Zelle, wenn ich an Teresa von Avila denke, wenn ich an die Millionen von Menschen denke, die in der Kreuzesnachfolge den Trost gefunden haben, wenn ich an den Isenheimer Altar denke und ich sehe das Bild gekreuzigt und jetzt ganz entscheidend, der Isenheimer Altar geht auf und dann siehst du das Gesicht der Mutter und des Kindes, der größten Liebe. Und du siehst das Bild der Auferstehung. Und wie ist diese Auferstehung dargestellt?
Es ist wie eine Plazenta mit einer Nabelschnur. Und der Mensch, der durch diese Nabelschnur hineinkommt in dieses Licht. Das ist das ganze Evangelium. Und wenn wir über das Kreuz reden, reden wir immer über Ostern. Und wenn wir über Ostern reden, können wir den Schmerz und das Mitleid und die Passion nicht ausblenden. Okay. Ja, das ist jetzt ganz schwierig für mich, ein Schlusswort. Aber dann ein Kommentar vielleicht. Ein Kommentar. Entschuldigung. Da kommen mehrere Aspekte zusammen. Ein Aspekt ist immer noch die Frage der Datierung und die Bedeutung des Markus-Evangeliums. Ich bin da überhaupt nicht mehr der Meinung, dass Markus-Evangelium das erste Evangelium ist und das Evangelium ist von dem alle anderen abhängig. Es geht, der vorhin erwähnte Klinghardt hat darauf hingewiesen, dass ein erstes Evangelium dem Lukas-Text folgt mit bestimmten Abstrichen gleichsam. Und von diesem Proto-Evangelium sind alle anderen abhängig. Auch Markus, auch Lukas, auch Johannes, alles sind abhängig. Das kann man philologisch zeigen. Das ist eines. Also welches Evangelium ist das älteste? Das ist bereits eine diskussionswürdige Angelegenheit und keine Frage der gegenwärtigen sicheren Position. Ich habe mich hier auf Klinghardt bezogen, aber ich weiß, dass er nicht einzig und unangefochten dasteht. Das Zweite ist, ich habe auf Paulus verwiesen und gezeigt und versuchte zu zeigen und darauf hinzuweisen, dass Paulus eine bestimmte Form von Christentum ins Leben gerufen hat. Und nun muss man sich die Geschichte des Paulus anschauen. Was hat er gemacht? Er hat missioniert. Wo sind andere Missionen? Wer hat noch missioniert? Wir kennen keinen einzigen der Jünger aus dem Zwölferkreis, der missioniert hat. Petrus in Rom, das ist Legende, taucht wahrscheinlich um 170 nach auf und nicht früher. Welcher der Jesus-Jünger hat missioniert? Paulus ist der Einzige, von dem wir wissen, dass er missioniert hat und dass er dies höchst erfolgreich getan hat. Seine Schriften haben wir und was er gelehrt hat. Und was wusste er von Jesus von Nazareth? Ich möchte eigentlich gar nicht von Nazareth sagen, denn der Ort Nazareth ist damals noch überhaupt nicht belegt, sondern er heißt immer der Nazoräer. Und was das wiederum heißt, ist ein Problem für sich, muss man Hebräisch können. Und ich kann kein Hebräisch, ich habe mir aber sagen lassen, es heißt wahrscheinlich der Bewahrer, die Bewahrer oder so etwas. Und aber das stand jedenfalls über dem Kreuz. Und was weiß Paulus von diesem Mann? Nichts. Gar nichts. Nichts. Er hat eine Vision gehabt. Die Vision von dem aus dem Jenseits, aus dem Himmel herabsteigenden Christus. Die hat er gehabt. Und von dieser Vision schreibt er selbst, das war nicht nur sein Bekehrungserlebnis, sondern seine Berechtigung zur Missionstätigkeit, zum Apostolat. Und was hat er in Jerusalem dann gemacht? Was hat er da erfahren? Er hat hier und da und das gehört. Aber was genau? Es sind alles Kolportagen, bestenfalls. Und wen kann er da gefragt haben? Er nennt zwei Autoren, die er gefragt hat. Petrus und Jakobus und sonst niemand. Denn von Johannes spricht er nicht, den kennt er gar nicht. Aber wenn man einen nicht kennt, heißt es noch lange nicht, dass es den Menschen nicht gegeben hat. Wenn er von dem leeren Grab nicht spricht, heißt es noch lange nicht, dass das Grab leer gewesen ist. Sondern er weiß es einfach nicht. Es kümmert ihn auch nicht. Das leere Grab kümmert den Paulus einen Dreck. Das ist nicht für ihn entscheidend. Für ihn entscheidend ist der aus dem Jenseits kommende, vorgeburtlich existente Gottessohn, der am Kreuz gestorben ist. Das ist entscheidend. Das ist für ihn entscheidend und nichts anderes. Das leere Grab interessiert ihn nicht. Ob das leer war oder voll war, ob da drin einer verweste oder nicht verweste. Ernst Lüdemann, ein Theologe in Göttingen, sagt, der ist im Grab verwest, der Jesus. Aber das interessiert den Paulus nicht. Also jetzt sind Sie beide sich doch einmal einig über den Paulus. Das finde ich großartig. In der Bedeutung des Paulus. Das ist ganz toll. Ja. Gut, dann möchte ich jetzt dann langsam überleiten zum Publikum. Ich habe noch eine letzte Antwort. Du hast gesagt, das Schwierigste zu glauben, das Allerschwierigste zu glauben, finde ich heute, dass es mit dieser Welt überhaupt noch gut kommt. Nicht? Es ist so viel Schlimmes. Und da ist jetzt einer, dieser Jesus, der sagt, schau doch genau hin, irgendwo siehst du ganz klein, dass es die Liebe gibt, dass es das Reich Gottes gibt und das wird groß. Das
ist das, was ich glaube. Und das glaube ich der Botschaft Jesu und den Gleichnissen. Und das hilft weiter. Aber das ist gleichzeitig das Schwierigste zu glauben. Denke an die Auferstehung zu glauben, ist dagegen Peanuts. Aber mich hat immer nur, dass man dann dieses Todes- und Auferstehungsereignis in den Mittelpunkt stellte und darüber die Aussagen, die Jesus selber machte, vergessen hat. Darf ich nur ganz kurz darauf, ich glaube, wir sind uns da an diesem Punkt einig. Es gibt so etwas wie ein Vergessen von den Worten Jesu. Es gibt aber immer auch in der ganzen Kirchengeschichte auch dieses Wiedererinnern, und die Reformation war auch ein Wiedererinnern. Und jetzt ist das mein Votum, ist nicht gegen das, was du sagst. Du weißt, dass wir uns hier einig sind. Ich sage, ich möchte diese beiden Dinge zusammenhalten. Der Glaube an Jesus Christus, der auch eine Erlösung beinhaltet. Ich könnte auch sagen, Jesus Christus ist nicht nur ein Beispiel, sondern er ist auch ein Sakrament. Das heißt, er erlaubt mir. Jetzt kommt die Lehre vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, das heißt, die tiefe Überzeugung, dass wir auch Beschenkte und Begabte sind. Und dieses Geschenk und diese Begabung läuft über die Christen. Es ist Ostern. Und es gibt auch, du hast recht, es gibt den vorösterlichen Jesus. Und die Evangelium halten das zusammen. Sie erzählen uns die Geschichte von diesem wunderbaren Menschen und sie erzählen uns das Wunder der Auferstehung. Und ich möchte das bitte zusammenhalten. Und ich sehe, was du sagst, diese unglaubliche Reduktion auf eine Art Heilsmechanik, die das Christentum schwer beschädigt hat. Aber ich bitte, mach nicht den Bock zum Gärtner, wenn wir schon bei der und mach sozusagen aus dem Christentum eine Art moralische Veranstaltung. Dort kommen wir leider auch nicht weiter. Bitte halte es zusammen. Ja, aber dann ihr Theologen, dann sagt doch auch einmal, was man nicht mehr glauben soll. Was vorbei ist, diese schädlichen Mechanismen müssten auch einmal bekannt werden. Zum Beispiel der Mechanismus, dass man sich sozusagen auf etwas reduziert. Die Sühnopfertheologie. Oder das andere, ein Gutmenschentum, das zu gar nichts führt. Okay.